dieser Bühne die Nacht der großen Stars. Denn wir möchten Ihnen jetzt nicht nur die Musik der... Moment. Wir haben von Stars gesprochen und nicht von Sternenstaub. Och komm, so eine kleine Sternschnuppe ist er doch schon, oder? Er hat gestern Unsinn gemacht und heute hat er Auftrittsverbot bekommen. Och, was? Unsinn im Kopf. Was hat er denn getan? Er hat in das Pool des Hotels gepinkelt. Na mein Gott, jetzt sei doch nicht so spießig. Hast du das noch nie getan? Doch schon, aber nicht vom dritten Stock. Nein. Heute früh um 8 Uhr ging schon los. Champagner ohne Ende. Da werden die ja schon mittags besoffen gewesen sein. Nein? Schau, mittags, geplanter Bummel durch die Altstadt von Nizza. Ah ja, Bummel, ich nenne das Torkeln. Du schau, nachmittags schon wieder Champagner, abends 20 Uhr Begrüßungscocktail, jetzt zum Essen schon wieder Alkohol, die müssen ja völlig blau sein. Sagen Sie mal, ist das ein Treffen der anonymen Alkoholiker heute Abend? Jahre noch einmal Revue passieren lassen. Ja, da war, wusste man noch bei Marilyn Monroe, wo die Kurven sind. Das war eine Figur wie eine Formel-1-Strecke. Heute, wenn man die Models so über die Laufstegs laufen sieht, könnte man glauben, das sind mit teuren Fummeln behangene Röntgenbilder. Und dann lassen die sich noch so Silikonbrüste eintransplantieren. Dann sieht das aus, als ob zwei Luftballons sich in einem Telegrafenmast verfangen hätten. Das ist ganz schön. Ja. Nehmen wir zum Beispiel Pamela Anderson, unsere Baywatch-Boje aus den USA, nicht? Sie wollte bei den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen, als Brustschwimmerin. Aber die letzten beiden Chancen für eine Teilnahme sind geplatzt. Die Aufräumarbeiten dauern noch 2 Wochen. Sie kennen das Gegenteil von Pamela Andersons Busen. Das sind Werthers echte. Dann kamen die 70er Jahre, die Vorbilder änderten sich. Es war auf einmal alles ganz... Das ist ja wieder typisch. Also man muss das wieder sein, Eddie. Es ist grauenhaft, geh bitte runter von der Bühne. Wer hat dir gesagt, dass du den Stuhl jetzt durchtragen sollst? Oh, es gibt nur Ärger, entschuldigen Sie bitte vielmals. Es ist nicht an die Decke zu pinseln, was dieser Typ sich alles erlaubt. Geh bitte runter von der Bühne. Okay, aber ganz ruhig. Kein Ton. Kein Muxer. Das glaube ich dir nicht. Nein? Ja? Okay. Aber nur, weil er geholfen hat. Die 70er und 80er Jahre, da erinnerten sich die Vorbilder. Nicht, da kamen die großen Superstars für die Kids nur noch als Ideal in Frage. Nicht Michael Jackson, der wird dieses Jahr 40 Jahre alt, teilweise. Und ja, jedenfalls gab es auch noch Madonna, nicht die Skandalnudel Nummer 1 in den USA. Nicht, was hat sie? In Bed with Madonna. Ein Skandal. Nicht, oder zum Beispiel... als sie ihr Kind haben wollte. Sie wollte keinen Vater, nur einen Erzeuger. Und dann rätselte die Presse schon wieder, nicht? Was wird's, ein Junge oder ein Flittchen? Und dann war sie auf einmal da. Das Töchterchen, Lourdes Marie Ciccione Leon. Aber wie kann Madonna ihr Kind Lourdes nennen, wo sie selber so ein lebender Wallfahrtsort ist, nicht? So ein Drive-In für Männer. Na, das ist doch paradox. Das wäre genauso, als wenn Harald Junke seinen Sohn Apollinaris taufen würde. Jahre hat natürlich auch für mich großen Wert. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht, ja, so jung bin ich noch. Und meine Lehre, ich hatte einen Unfall in den 80ern. Oh ja, ich war so ein Auffahrunfall, ich bin durch die Scheibe geflogen. Ja, Schnittwunden im ganzen Gesicht. Da bin ich ins Krankenhaus gekommen und operiert worden.
3,5 Stunden hat das gedauert. Aber die Namen sind mittlerweile alle verheilt, das ist doch ganz klar. Jetzt sehe ich genauso aus wie früher. So eine Unverschämtheit. Aus 19 Ländern. Ich sage Ihnen wirklich, die kommen von überall her. Eine ist sogar aus Indien. Ja. Und da werden Sie denken, das hätte ich doch merken müssen. Der rote Punkt fehlte. Kann ich erklären. Letzte Woche bei den Proben, wir hatten nach den Proben noch etwas getrunken. Ich war ein bisschen im Sausebraus. Dann habe ich mir ein Markstück rausgenommen, den Punkt weggerubbelt und habe ich noch ein Fiat Punto gewonnen. Ist auch nicht schlecht, nicht? Ja, jetzt kommt die große Preisfrage an Sie, meine Damen und Herren. Warum trinken die Franzosen Champagner, die Italiener Chianti, die Russen Wodka und die Deutschen Bier? Damit man die Nationalitäten an ihren Fahnen erkennen kann. Meine Damen und Herren, das war der erste Teil unserer Show. Das Starlight-Show-Ensemble bedankt sich bei Ihnen und wir präsentieren Ihnen jetzt den Wetterbericht. Zu Ihnen kommt jetzt der Überraschungsgast, beziehungsweise hier sind es zwei. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie die One.